Grün ist es im Frühjahr, grün ist die Hoffnung und grün sind die Wälder in Schweden. Und da fahren wir jetzt hin. Wir sind natürlich mit der Eisenbahn unterwegs, mit einer ganz besonderen. Mit der Inlandsbahn geht es in Richtung Norden, über den Polarkreis hinaus. Kopenhagen, Malmö. Von Dänemark nach Schweden. Mit der Öresundbrücke gibt es seit Juli 2000 die schnellste Verbindung zwischen diesen beiden Ländern. Die Eisenbahn bringt uns ins Land der Mitternachtssonne. Mitten hinein in Schwedens grünes Herz. Doch vor menschenleeren, endlosen Wäldern heißt es umsteigen. Und das geschieht im Bahnhof der Kleinstadt Mora. Er ist der südliche Ausgangspunkt für die Reise auf der Inlandsbahn. Und natürlich auch Haltepunkt für die Intercity-Züge der schwedischen Staatsbahn. Diese wollte 1990 die Inlandsbahn komplett stilllegen. Das aber war für die 15 Anrainergemeinden unannehmbar. Kurzerhand kauften sie der Staatsbahn die Inlandsbahn ab und seither sind sie die Besitzer der Bahn und halten diese Lebensader lebendig. Ab Anfang Juni bis Ende August fährt einmal täglich ein Triebwagen ab Mora in Richtung Norden. Jeder Fahrgast kann sich pauschal oder völlig individuell sein Reiseprogramm zusammenstellen. Mit der Inlandsbahnkarte, die 2 Wochen gültig ist, können Sie um- und zusteigen, wo immer Sie möchten. Bei der schnellsten Variante dauert die Fahrt 2 Tage mit über 20 Fahrstunden und einer Übernachtung im Hotel. Von Mora bis Gällivare sind es über 1000 Bahnkilometer. Unterbrochen wird die Fahrt mit einem Schiffsausflug in Östersund und einer Dampfzugfahrt nach Slognes. Aber noch stehen wir am Anfang des Bahnabenteuers und stimmen uns auf die ersten Streckenkilometer ein. Guten Morgen und willkommen an Bord der Inlandsbahn. Unsere Endstation für heute ist Östersund und wir erreichen Östersund um 9 Uhr abends. In 6,5 Stunden werden wir das heutige Ziel erreichen. Und bis dahin sorgen Reiseleiterin und Triebwagenführer auf dieser eingleisigen Strecke für eine angenehme Reise. Mein Name ist Uno and I'm your train driver today to Östersund. Ich bin heute Ihr Lokführer nach Östersund. Ich bin 61 Jahre alt und war bei der schwedischen Staatsbahn angestellt. Seit April bin ich nun im Ruhestand. Und jetzt in diesem Sommer erledige ich kleinere Arbeiten bei der Inlandsbahn. Ich hoffe, Sie pensionieren mich hier auch wieder. So wie Uno kehren in den Sommermonaten einige Pensionäre immer wieder gerne zurück zur Inlandsbahn. Für die Arbeit im Führerstand spendiert manch einer sogar seinen Urlaub. Jede Etappe wird von einer Reiseleiterin begleitet. Sie betreut die Fahrgäste und führt in die Wildnis Schwedens ein. Mittendrin in dieser Wildnis stoppt der Zug. Wir sind im Gebiet außer Finnmark, das geprägt ist von riesigen Wäldern. Und hier erreicht die Inlandsbahn ihren höchsten Punkt. In 524 Meter Höhe beginnt eine Suchaktion im Blaubeerwald. In dieser traditionellen schwedischen Ballade besingt ein Hirtenmädchen die 12 Räuber. So wurden früher die Wildtiere benannt.
Man wagte nicht, ihren Namen auszusprechen. Und einer dieser 12 Räuber ist der Bär. They think it's about 4 or 5 years since the bear was here. Also hier ist eine Bärenhöhle, die seit 4 oder 5 Jahren war wohl der Bär hier drin. Ja, und this is an old ant hill. You know what that is? Ants. Das ist ein alter Ameisenhügel. Yeah. And when they found it, it was like stepped around on the outside, and that was from the baby bears. So it was a she-bear who slept here. Das, wo sie die Höhle gefunden haben, waren eben außenrum Bärenpfoten entdeckt von einem kleinen Bär hier. Also war wohl auch eine Familie dann da. Heute ist die Bärenhöhle natürlich verlassen. Wahrscheinlich wurde ihnen der täglich wiederkehrende Touristenrummel zu viel. Außerdem sollte man einem Braunbären besser aus dem Weg gehen. Vor Übergriffen aus der Wildnis bestens geschützt, geht die Fahrt im Zug weiter. Wir sind im Landesteil Härjedalen, dem landschaftlichen Tor zu Schwedens Norden. Menschenleere Waldweiten. Kilometerlange Seenlandschaften. Einsamkeit. Zug und Strecke fügen sich harmonisch in die Natur ein. Und wir sind die Betrachter. Schwedens grünes Herz zieht in ruhigem Takt vorüber. Das ist das Erlebnis Inlandsbahn. Die Inlandsbahn fährt in Östersund ein, das Ziel des ersten Reisetages. An das Netz der Staatsbahn ist Östersund seit 1879 angeschlossen. Aus dieser Zeit findet sich im Hafen ein weiteres Verkehrsmittel, das in der Hochsaison hier zum Ausflug anlegt. Es ist das Dampfschiff Tomé aus dem Jahr 1875. Sein Kessel wird heute allerdings nicht mehr mit Kohle geheizt, sondern mit Öl. Mitte der 50er Jahre wurde die Tomé in Rente geschickt. 1974 hat man den Technikveteran restauriert und wieder unter Dampf gesetzt. Seitdem ist das Schiff wieder auf dem Storsjön, Schwedens fünftgrößtem See, unterwegs. Hierher kam die Tomé zusammen mit der Eisenbahn. Die Kapitänin der SS Tomé meint, das Schiff wurde 1875 in der Maschinenfabrik Motala Werkstatt gebaut. Die ersten 4 Jahre tat es auf dem Refsundsjön Dienst, einem See 50 Kilometer südlich von Östersund. Als dann die Eisenbahnstrecke 1879 bis Östersund fertiggestellt war, kam die Tomé hierher. Und zwar mit der Bahn. Das war der erste große Eisenbahntransport. Seit 1880 ist sie hier auf dem See im regulären Dienst als Personenschiff. Und damals transportierte sie auch noch Güter. Doch heute fährt sie nur noch Touristentouren. Und die werden zwischen Juni und September auf dem Storsjön angeboten.
Jeder, der durch die Seenlandschaft kreuzt, hört auch von einer sagenumwobenen Geschichte. Es ist die Geschichte über das Monster. Die Kreatur, das Untier im Sturschen. Seit 1987 wird den zahlreichen Berichten um das Seeungeheuer sogar wissenschaftlich nachgegangen. 14 Meter soll es lang sein, mit einem schlangenähnlichen Körper und einem katzenartigen Kopf. Wir haben das Seeungeheuer leider nicht angetroffen, aber die Kapitänin will es schon gesichtet haben. Sie beschreibt es als ein freundliches, harmloses Wesen. Diese Legenden begleiten uns beim Landgang auf die Insel Werken. Hier überrascht den Besucher ein prächtiges Herrenhaus, das Schloss Werken. Es stammt aus dem 19. Jahrhundert, war Sommersitz, wurde im Laufe der Zeit vergrößert und stand jahrelang leer, bis es in ein Hotel samt Restaurant umgewandelt wurde. Neben Knäckebrot stehen Elch und andere Wildnisspezialitäten auf der Speisekarte. Weit ab vom Trubel der Stadt ist auf Werken die Ruhe zu Hause. Ruhe und Natur. Und weiter, inmitten der Natur, geht es auch auf der Inlandsbahn. In Östersund hat die Zugmannschaft gewechselt. Die nächste Etappe führt nach Sorschele, 400 Kilometer nach Norden. Bei der Zugbegleiterin wird übrigens bei Reiseantritt das Essen bestellt, das dann in den Bahnhöfen serviert wird. Denn die Inlandsbahn führt keinen Speisewagen mit. Der Süden Lapplands umgibt nun die Strecke der Inlandsbahn. Oft wird der Zug auf freier Strecke langsamer. Immer dann, wenn eine Rentierfamilie die Waldseite wechseln will. Es ist ihr Lebensraum und es werden leider viele von ihnen vom Zug erfasst. Rentiere und Elche benutzen die Bahnstrecke gerne als Pfad, vor allem im Winter, wenn der Schnee dort nicht so hoch liegt. Dann fahren hier nur noch Güterzüge, beladen mit Holz. Verspätungen sind also im Fahrplan inklusive, stellen aber kein Problem dar. Denn eines haben sie hier genug, und das ist Zeit. Dieser zweite Fahrtag dauert 14 Stunden. Die andauernde Helligkeit bringt das Zeitempfinden gehörig durcheinander. So auch der Hinweis der Reiseleitung: Aufgestanden wird erst nach Sonnenaufgang. Und der ist Mitte Juli südlich des Polarkreises um 3 Uhr morgens. Holzberge säumen die Strecke. Sie erinnern daran, warum die Inlandsbahn einst gebaut wurde. Da kommt der nächste Halt zur rechten Zeit. Wir sind jetzt in Sorschele. Wir haben hier 20 Minuten ungefährlich. Sie können vielleicht in das Stationhaus gehen und das Inlandbahnmuseum sehen. Es kostet nur 10 Kronen. Denn hier wird sie aufbewahrt, die Geschichte der Inlandsbahn, im kleinen Stationsgebäude von Sorschele. Das Museum dokumentiert den Bau der Strecke vor über 100 Jahren. Ab 1907 überwachen die ersten Stationen den Zugverkehr auf der Inlandsbahn. Aber erst 1937 konnten Rohstoffe wie Holz und vor allem Passagiere durchgehend auf den 1300 Bahnkilometern befördert werden.
Hunderte Arbeiter haben diese Leistung vollbracht. Vergangenheit in der Gegenwart. Sie erwartet die Fahrgäste der Inlandsbahn bei einem Ausflug unter Dampfkraft. Lok 1105 steht auf einem Teilstück der Inlandsbahn in Richtung Slagnes bereit und gehört dem Museumsbahnverein Arvedsjaur. Nur kurz ist hier die Saison, eben auch auf die Sommermonate beschränkt. Jeden Freitag und Samstag zieht sie dann los zu einem vierstündigen Dampfvergnügen mit Zwischenhalt. Seit 1993 bietet der Verein diese nostalgischen Fahrten an. Und in Schnellzugwagen aus den 30er Jahren ist das Ambiente auch für die Passagiere stilecht. Bei dieser Fahrt an einem lauen Sommertag spürt man nichts von der kalten und harten Winterzeit in diesem Teil Nordschwedens. Dann rollt nämlich auf diesen Gleisen kein Triebwagen mehr. Bis auf einen kleinen Schienenbus, der Anfang Februar auf den Wintermarkt nach Jokkmokk fährt. Der Sonderzug hat die Strecke ganz für sich alleine. Güterverkehr gibt es auf diesem Abschnitt der Inlandsbahn nicht und die regulären Züge begegnen sich in Arvidsjaur erst am Nachmittag. Jahrzehntelang war diese Feuerbüchse übrigens kalt. Abgeölt, konserviert in Plastikplanen, kam diese Personenzuglok erst 1991 zum Museumsbahnverein. Die Mitglieder haben ihr wieder neues Leben oder besser gesagt Dampf eingehaucht. 1911 gebaut, gehörte sie nach ihrer aktiven Zeit zur strategischen Reserve Schwedens. Der Lokführer, in Schweden übrigens auf der linken Seite im Führerstand, drosselt die Dampfzufuhr für einen wichtigen Halt. Denn die Lok braucht Wasser. Und Wasser gibt es in diesem seenreichen Gebiet in unerschöpflichem Maße. Die Lokmannschaft geht routiniert an die Arbeit. Hier auf dem Damm über dem Storavasee ist ein idealer Haltepunkt. Feuerwehrschläuche werden ausgelegt und mit Hilfe einer Pumpe die Wasservorräte aufgefüllt. Während die Lok ihren Durst stillt, gibt es für die Fahrgäste ein Picknick am See. Mit Lagerfeuer und Grillwürstchen. Es ist ein einfaches Mahl inmitten Schwedens Natur. Und gerade das macht es zu etwas Besonderem. Auch die Lokmannschaft genießt die Pause auf ihre Weise. Und als dann noch Musik ertönt, überraschenderweise aus einer deutschen Operette, steht hier nach erster Verwunderung ein wenig die Zeit still. Dann heißt es Abschied nehmen vom Nirgendwo. Es geht zurück in die Zivilisation, nach Arvidsjaur. Den Museumsbahnern ist es gelungen, eine längst vergangene Epoche der Inlandsbahn am Leben zu erhalten. Arvidsjaur ist Verkehrsknotenpunkt und einer der wichtigsten Orte in Lappland. Hier leben viele Samen oder Sami, was Sumpfleute bedeutet. Als Lappen wollen sie nicht bezeichnet werden, das gilt als Schimpfwort. Im Zentrum der Stadt ein ehemaliges Samendorf. Um die Kirche entstand im 17. Jahrhundert diese Siedlung aus Holzhäusern, in der die Landbevölkerung beim jährlichen Kirchentreffen wohnte. Auch heute wird die Lapstaden noch einmal im Jahr genutzt. In einem traditionellen Samendorf aufgewachsen ist auch Elin Hallnor, und sie erzählt uns,
dass diese Tracht nicht im Alltag getragen wird, sondern nur zu festlichen Anlässen. Bei Taufen, Hochzeiten oder auf dem Markt. Und dann ist es zum Beispiel so, dass der Knoten an der Hüfte zeigt, ob jemand verheiratet ist oder nicht. Links bedeutet nicht verheiratet, rechts dagegen schon. Das ist doch praktisch, oder? Elin Hallnor ist der Einsamkeit Lapplands entflohen und pendelt zwischen Schweden und den USA. Viele Samen haben ihr traditionelles Leben schon lange aufgegeben. Einsamkeit steht allerdings bei der Inlandsbahn weiterhin auf dem Fahrplan. 156 Bahnkilometer nördlich von Arvidsjaur erreicht die Inlandsbahn den Polarkreis. Der Höhepunkt dieser Tagesfahrt. Bei 66 Grad 30 Minuten nördlicher Breite. 10 Minuten Aufenthalt an diesem exponierten Fleckchen Erde. Ab diesem Breitenkreis geht die Sonne an den Tagen der Sommersonnenwende um den 21. Juni nicht mehr unter. Wir sind knapp einen Monat später unterwegs und erleben die Mitternachtssonne am Rande des Horizonts stehend. Und in dieser Lichtstimmung ertönt bei der Fahrt über den Fluss Pakkofors ein Geigenspiel. Auf dem Felsen sitzt der Necken, sozusagen eine männliche Lorelei. Er versucht, die Reisenden zu bezirzen, vor allem die weiblichen, und will sie zum Bleiben verlocken. Doch der Zeitplan treibt zur Weiterfahrt auf der letzten Etappe der Inlandsbahn. Die Reise bis zum Endpunkt Gällivare dauert noch gut 2,5 Stunden, begleitet vom Licht der Mitternachtssonne. Bis Mitte Juli wird es hier nicht mehr völlig dunkel. Es ist nach Mitternacht und auf dem Dundret, dem 820 Meter hohen Berg vor den Toren von Gällivare, erstreckt sich der Blick entlang des endlos erscheinenden Horizonts, wo die Mitternachtssonne einen Untergang nur antäuscht. Hier hat die Inlandsbahn ihre Endstation erreicht. In Gällivare kreuzen sich die Straßen und die Schienenwege des Nordens. Und nun spielt sich nach unserer beschaulichen Fahrt Gigantisches ab. Erzzüge, gezogen von Iore-Loks, mit 12.000 PS die stärksten E-Loks der Welt, entwickelt für über 8.000 Tonnen Zuglast. Bei den Reisenden am Bahnsteig breitet sich Erstaunen aus. Bis zu 68 Wagen kann man hier zählen. Die Erzbahn ist die Lebensader von Schwedens größter Minengesellschaft LKAB, der Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag. Mit dem Bahnanschluss in die Erzgruben 1888 begann hier der Erzrausch, der Beginn des industriellen Abbaus von Eisenerz und Kupfer. In Gällivare und dem angrenzenden Malmberget findet der Erzabbau unter Tage statt. Malm heißt übrigens Erz und Berget ist der Berg. Und hinein in diesen Erzberg führt uns diese Bustour. Wenn wir jetzt hier in die Grube einfahren, oben steht ein gelbes Schild, da steht Schüti drauf. Und das bedeutet also 24 bis 1 Uhr und das bedeutet, dass in der Zeit eben hier gesprengt wird. Jetzt, wenn wir hier unter Tage sind, wird die Strecke, die wir zurücklegen, sind ungefähr 40 Kilometer. Also 40 Kilometer werden wir jetzt hier unter Tage fahren. Das Labyrinth eines weit verzweigten Straßensystems wird uns hinabführen in eine Tiefe von 1000 Meter. Sohle um Sohle wurde der Berg ausgehöhlt, stets den Erzadern folgend, die sich hier senkrecht vor Jahrmillionen aufgebaut haben. Das ist ausgeleert und fährt jetzt wieder rein, um neues Eisenerz zu holen. 968 Meter. Nur noch die Busscheinwerfer leuchten den schmalen Stollengang aus.
Und wenn man dann noch an die Tiefe denkt, an die Bergmassen, die über uns liegen, dann bleibt nur noch zu hoffen, dass der Bus hier keine Panne erleidet. Trost spendet vor allem die Tatsache, dass jeder mit einer Taschenlampe ausgestattet ist. Und jetzt bleiben wir kurz stehen und machen alle Lichter aus. Und von absoluter Dunkelheit in 1000 Meter Tiefe bekommen wir nun eine Kostprobe. Good night. Zurück an der Erdoberfläche erstrahlt ein neuer Tag. Es wird unser letzter sein auf dem schwedischen Eisenbahnnetz. Knapp 300 Kilometer führt diese Etappe noch weiter in den Norden Lapplands. Die Reise geht nun von Schweden nach Norwegen. Von Gällivare über Kiruna nach Narvik an der Nordsee. Und Narvik ist der nördlichste Bahnhof in Westeuropa. Aber noch trennen uns 4 Stunden Fahrzeit von unserem Ziel. Auf einer Eisenbahnstrecke, die als eine der schönsten auf der nördlichen Halbkugel gehandelt wird. Es ist die Strecke der Erzbahn, der Malmbanan, die bis nach Luleå an der Ostsee führt und im Westen bis nach Narvik mit seinem eisfreien Hafen. Gebaut wurde diese spektakuläre Strecke 1903 eigens für den Erztransport. Nach der Grenze zu Norwegen wechselt die Strecke dann ihren Namen und wird zur Ofotbahn. Benannt nach dem Ofotfjord, an dessen Meeresarm Narvik liegt. Mit den ersten Häusern kündigt sich die Endstation an. Narvik ist nicht an das norwegische Streckennetz angeschlossen. Pläne gab und gibt es zwar immer wieder, doch zu groß wäre der Aufwand, zu gering der Nutzen. Der Eisenbahnfahrt ist hier also ein natürliches Ende gesetzt. Weiter geht es jetzt nur noch zu Lande, auf der Straße. Die Küstenlinie ist von unzähligen Einschnitten unterbrochen und am Tysfjord muss die Weiterfahrt sogar auf dem Wasser fortgesetzt werden. Ein Fährschiff legt an und übernimmt Passagiere, Autos und Busse. Hier geht unsere Reise durch das Land der Mitternachtssonne hoch in den Norden Skandinaviens zu Ende. Norwegens Fjordlandschaft verabschiedet uns.